allo preliminare. Kann ich starten? Läuft. Das war für mich jetzt schon ein sehr bewegender Moment, hier dabei zu sein, bei der Totenwache dabei zu sein, bei dem letzten Gebet dabei zu sein, Frau Kulbach begleiten zu können. Und natürlich haben wir über die Vergangenheit gesprochen und haben diese großen Staatswandel gemacht. Wie stelle ich mir die Situation vor in meinem Haus? Für mich sehr bewegend, muss ich sagen, weil es einfach ein Moment ist, in dem ein Mensch geht, der für dieses Land so viel geleistet hat und dem es natürlich in letzter Zeit auch nicht gut ging und der jetzt einfach die Augen zugemacht hat. Und das ist, finde ich, beruhigend, dass er sehr friedlich eingeschlafen ist. Mhm. Man hat jetzt mehr Leute gesehen, die das Haus verlassen, als das hineingeht. Das wird jetzt alleine. Ja, es sind noch Menschen im Haus. Es fällt schwer, jetzt an die nächsten Tage zu denken, aber man muss natürlich an die nächsten Tage denken. Was wird es jetzt an Vorbereitungen geben? Also das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, das liegt nicht in meiner Hand. Die Familie Kohl, Maike Kulich, da hat Vorbereitungen getroffen und sie wird auch das Weitere veranlassen. Hier in der Stadt Ludwigshafen, hat sich immer zu seiner Heimatstadt bekannt. Er ist Ehrenbürger der Stadt Ludwigshafen, ist sehr gewährend, selbstverständlich. Jetzt eine Kondolenzbuch auslegen und auch ihm gebührend. Welches Bild werden Sie sich denn von Helmut Kohl bewahren? Ich kenne ihn seit ganz vielen Jahren und wir sind als Kinder groß geworden mit Helmut Kohl in Ludwigshafen. Er war Stadtrat in Ludwigshafen, er hat immer zu seiner Heimatstadt gestanden. Er war Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und dann der Kanzler der Einheit und ein großer Europäer. Und das ist das Bild, was ich in mir trage.